Willkommen zurück bei Einfach Wissen, heute mit 7 versteckten Botschaften in Logos von bekannten Firmen. Viel Spaß! Platz Nummer 7, Starbucks. Viele Menschen kaufen sich gerne mal einen Kaffee oder ein anderes Getränk bei Starbucks, aber nur wenige wissen, was dieses Logo bedeutet. Auf dem Logo von Starbucks ist eine Meerjungfrau zu sehen, wie man auf diesem älteren Starbucks-Logo deutlich sehen kann. Starbucks wollte damit zeigen, dass wir uns vom Kaffee dort angezogen fühlen, ähnlich wie von der Schönheit einer Meerjungfrau. Platz Nummer 6, Apple. Vielleicht benutzt du ja selber einen Mac oder ein iPhone und hast dich schon mal gefragt, was die Firma Apple mit ihrem Logo eigentlich aussagen will. Tatsächlich ist das Logo ein Attribut an Alan Turing. Ohne ihn könnten wir heutzutage keine modernen PCs nutzen. Nachdem seine Arbeit wenig Beachtung bei den Menschen fand und er einige Zeit im Gefängnis verbrachte, nachdem er sich als schwul outete, beschloss Turing, sich das Leben zu nehmen. Er biss in einen Apfel mit Cyanid und so entstand das bekannte Logo mit dem abgebissenen Apfel. Die bunten Regenbogenfarben stehen übrigens dafür, dass Turing schwul war. Platz Nummer 5, Adidas. Die Marke mit den 3 Streifen ist auf der ganzen Welt bekannt. Auf jedem Produkt von Adidas sind diese Streifen in irgendeiner Art und Weise zu erkennen. Doch wofür stehen sie eigentlich? Das Adidas-Logo wurde einige Male abgeändert, doch das erste Logo ist wohl immer noch das bekannteste. Es entstand in den 70er Jahren und soll einen Berg darstellen. Damit wollte Adidas sagen, dass man mit ihrer Bekleidung jede Herausforderung meistern kann. Mit der Zeit entstanden einige neue Logos, die immer etwas anders aussahen, aber jedes Mal die 3 Streifen in sich hatten. Tatsächlich verwendet Adidas jedes dieser Logos bis heute auf ihren Produkten. Platz Nummer 4, Beats. Beats-Kopfhörer sind für Musikfans, die mehr Action und Power in ihrem Leben haben wollen. Und das drückt auch das rote Logo von Beats aus. Auf den ersten Blick scheint das Logo einfach nur aus einem kleinen B zu bestehen, doch tatsächlich steckt doch etwas mehr dahinter. Denn das B symbolisiert auch einen Kopfhörer. So hat es Beats geschafft, mit einer simplen Idee ein einprägsames Logo zu erschaffen. Platz Nummer 3, Wikipedia. Auf Wikipedia kann man so ziemlich alles nachlesen, was man will, da die Webseite sekündlich durch Menschen auf der ganzen Welt erweitert wird. Bestimmt hat dir Wikipedia auch schon durch die ein oder andere Klausur geholfen. Doch was hat das Wikipedia-Logo zu bedeuten? Der unvollständige Puzzleball ist schon seit Jahren das Markenzeichen von Wikipedia. Auf dem Ball kann man kleine Symbole und Schriftzeichen erkennen. Sie sollen zeigen, dass Wikipedia auf der ganzen Welt und in vielen Sprachen verfügbar ist. Und unvollständig ist er, weil die Webseite immer weiter gebaut wird und wahrscheinlich nie fertig ist. Platz Nummer 2, Lacoste. Vielleicht trägst du ja selber gerade ein paar Schuhe oder ein Shirt von Lacoste und weißt nicht, wofür das Logo mit dem Krokodil eigentlich steht. Das Logo ist auf eine Krokodilledertasche zurückzuführen, die René Lacoste, der Gründer der Firma und Tennisspieler, vor vielen Jahren in einem Schaufenster sah. Sein Trainer sagte ihm damals, er würde ihm diese Tasche kaufen, wenn er das nächste Match gewinnt. Jedoch verlor Lacoste. Nach dieser Niederlage wurde er von der Presse immer aus Spaß als Krokodil bezeichnet. Er strickte sich sein Markenzeichen schließlich auf sein Tennis-Shirt und das war der Anfang von Lacoste. Und Platz Nummer 1, Pepsi. Wusstest du, dass Pepsi mal 1 Million Euro für eine Veränderung an ihrem Logo ausgegeben hat? Es mag sich verrückt anhören, aber hinter diesem Logo steckt viel Arbeit und Planung, obwohl es so simpel wirkt. Die Designer des Logos erklären in einem sehr langen PDF seine Bedeutung. Unter anderem geht es dort um eine Menge verschiedene Dinge, wie zum Beispiel der Erdrotation oder die Ausrichtung von der Erde zur Sonne. Zudem werden dort auch einige bekannte Bilder wie die Mona Lisa analysiert, um herauszufinden, welche Farbe den Kunden ansprechen. Tatsächlich wissen nur wenige Leute, wofür dieses Logo genau steht und welche Bedeutung dahinter steckt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Klick dich durch meine anderen Videos und abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und ciao.